Willkommen zur nächsten Folge von Skull Factory 3. Wir haben letzte Folge angefangen, hier uns Festplatten zu bauen. Und wo ich gerade hier oben diese komischen Blood Orbs sehe, ich mache mal rechts oben eine Infokarte, eine Abstimmung rein. Da könnt ihr abstimmen, ob wir diese ganze Blood Orb Quest Kram hier noch machen wollen, sollen tun, weil ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf, wenn ich mit diesem ganzen komischen Blood Orb Kram, den wir hier irgendwo noch liegen haben, ja, noch mit reinzubauen. Das ist so, weiß ich nicht. Muss ich nicht haben, ich mache dann lieber Drakonik-Sachen, das ist spannender, glaube ich. Anstatt die Blood Orb-Geschichte, aber es ist jetzt mir egal. Wie gesagt, könnt ihr gerne oben abstimmen. Wir machen jetzt erstmal hier mit unseren Festplatten weiter. Und zwar, glaube ich, von denen hier noch ein paar. Die wiederum werden dann in die grünen verkraftet, ne? Und dann brauchen wir von denen auch nochmal drei. Okay, was heißt, wir brauchen nochmal von denen nochmal mindestens drei. Das heißt, davon brauchen wir auch nochmal mindestens... ich glaube 8. Mit 8 müsste, glaube ich, hinkommen. Wenn ich mich jetzt gerade eben nicht verguckt habe, müsste das für eine weitere 64er Zelle durchaus reichen. Tada! Eine 64K Speicherzelle. Warum habe ich halt eine 1K Diskette hier rumliegen? Wann habe ich denn die gecraftet? Das kann aber nicht sein. So. Dann haben wir nochmal eine 64er Diskette. Dann können wir die hier oben noch ins System reinklatschen. Dann hat das auch wieder mehr Speicher. Wunderbar. 320k hier und hier drüben auch nochmal, weiß ich nicht. Komm, lass mal fahren, eine 1k, ja genau. Du machst halt 1k mehr, weil, ne, das ist halt eine 1k-Festplatte, ne, merkst du selber, ne, 1k. So läuft das, ist natürlich nichts Bahnbrechendes an sich, es ist doch eher langweilig, keine Ahnung. Wir können mal gucken mit den komischen Draconium-Sachen hier, ich meine, wir haben alles davon, oder? Draco, da fehlt doch noch irgendwas, oder nicht? Ach genau, die komische Spitzhacke, aber Jiggy, was ist das denn hier? Draconic Staff of Power. Ach lol, man kann das noch weiter verarbeiten. Interessant. Okay. Schaufel. Haben wir da. Das Ding machen wir uns gleich so. Den Bogen haben wir da. Wir haben die Hacke da. Wir haben das Schwert da. Ich glaube, sonst haben wir alles. Das heißt, wir brauchen wieder ein paar Netherstars, damit wir uns die ganzen Sachen craften können. Ich guck mal nach unserem Reaktor, ob wir noch was zum Nachfüllen haben. Sicher, bestimmt hier ganz viel. Die Seeds werden immer mehr, das heißt, wir müssen mal vielleicht die Seed-Umwandlung ein bisschen erhöhen, damit das dann funktioniert. Und dann haben wir da mehr Sachen, die wir dann verheizen können. Theoretisch. Der Reaktor muss auch noch gefüllt werden, dass der hier ja, mit mehr Blöcken hat, dass der mehr Kühlleistung besitzt, weil der ist ja noch auf, glaube ich, 800.000. Das wird er auf 1 Million bekommen. Und was habe ich jetzt gerade hier gesehen? Ibims 1 Mondgott. Oh, eine Überraschung von den Mondgöttern wieder mal. Wir kriegen Netherstars geschenkt. Ganz viele diesmal sogar. Das ist aber nett. Dann können wir ja direkt mit Draconium weitermachen. Mit den Draconium. Mit Draconic Evolution Bauteilen. Und zwar brauchen wir dafür diese Teile, um die zu verwandeln. Brauchen wir, glaube ich, immer dasselbe, ne? Wir brauchen... Ja, gut, das ist halt was anderes, aber wir brauchen für das Teil immer, brauchen wir diesen komischen Draconic Core und dafür brauchen wir diese Netherstars. Das heißt, wir brauchen ein paar davon. Wir brauchen aber auch von denen noch welche, also machen davon auch mal ruhig 2 Stacks. Und dann machen wir hier noch ein paar mehr. So, ich weiß nicht genau, wie viel wir jetzt brauchen. Ich habe das nicht nachgezählt, aber ich glaube, das dürfte ungefähr hinkommen. Und von den Teilen brauchen wir auch noch welche, ne? Alter, wir haben bald wieder kein Redstone mehr, was ist da los? Sonst geht das Redstone wieder aus. Holy shit. We've got no Redstone here. So. Ich werde, wir müssen auch nachher noch neues Draconium besorgen. Wir brauchen für jedes Gerät einen, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geräte. Tada. Zu wenig. So, einer fehlt noch. Jetzt haben wir 6 von den Teilen. Und jeder braucht aber auch noch so einen hier. Und da brauchen wir dann wiederum ganz viel Awakened Draconiumware. Und das kann man nicht zufälligerweise auch in den Seed bauen, oder? Ach, das kann man nicht in den Seed bauen. Das ist jetzt interessant. Das heißt, ich muss da zwangsläufig wieder einen Drachen für töten. Super nice. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal davon welche. Das heißt, wir brauchen immer 4 und 5. Okay. Das ist ja eine gute Anzahl, ne? Draconium, wir brauchen... Moment. Da, nee. Doch, die hier. Die brauchen wir.
Die brauchen wir und einen Nether Thor. So, wir haben 90 Stück, das ist ja. Das reicht für ein bisschen, ne? Für eine kurze Zeit dürfte das genug sein. So, ne, das da rein. Dann, wie war das jetzt? Hier von außen 4, ne? Oder so ähnlich war das doch, ne? Hier von immer 4. Und der Rest muss dann mit Draconium aufgefüllt werden, wenn ich mich jetzt nicht verguckt haben sollte. Was natürlich nicht unbedingt, weiß ich nicht, unwahrscheinlich ist, dass ich mich verguckt habe. Nein, es war richtig. Okay, dann machen wir das doch mal an. Ich finde diese Animation immer noch geil, ne? Und dieses Geräusch dabei immer, das ist so... Wow! So, haben wir's. Hopp, nach. Plopp. So, Awakened Draconic Core, oder wie das Ding heißt. Kann ich das nicht einfach auf 4 Teile hier aufteilen? Okay, also ich habe auf jeden Fall zu wenig, das ist klar, aber jetzt kann ich das ja zumindest schon mal aufteilen. Dann haben wir die schon mal hier auf allen Seiten sitzen, dann ist das schon mal, müssen wir die nicht nachfüllen immer wieder, das ist dann ja schon mal etwas besser. Und die mussten auf wie viel aufgeteilt werden? Auf 5. Eieiei. 4, 5. Okay, das ist geringfügig mehr. Aber ob das jetzt wirklich reicht für das, was wir machen wollen, vor allem nachher noch die Teile hier umcraften, muss auch welche haben. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal einen neuen Drachen farmen, da kommen wir, glaube ich, gar nicht drum herum. Aber ob wir das sofort machen müssen, ist eine andere Frage. Stellen wir die erstmal her. Kann man ja schon mal so wieder aussortieren, wie wir letztes Mal gemacht haben. Haben wir schon eine Diamant-Farming-Hacke. Haben wir noch nicht, stellen wir uns auch mal eben her. So, weil das wird irgendwie warum mit der gemacht, keine Ahnung warum. Das ist auch so ein interessantes Rezept. Output, so Bums. Ich frage mich echt, warum der Strom jetzt so gut fließt. Also das letzte Mal war das ja irgendwie viel langsamer bei den ganzen Dingen, als wenn der Strom da nicht reinkam. Das ist... Interessant. So. So, was haben wir echt hier für Dinger? Draconic Energy Relay Crystal. Ah, ja. Ja, das ist hier sehr spannend auf jeden Fall. Ich frage mich sogar, wo der Strom davon herkommt. Wahrscheinlich aus den ganzen anderen Sachen hier drüben, ne? Oder aus dem Ding eigentlich nicht. Der zapft ja gerade gar nicht an. Der zapft ja nur ein. Also, der geht ja nur rein. Der geht ja nicht raus aus dem Kern, ne? Knister, knister, knister. So, hier haben wir wieder ganz viele Lootbags, die man mal benutzen kann. Schade, dass man diese komische Drachen jetzt nicht aus irgendeinem Lootbag bekommen würde. Das wäre so richtig, richtig knalle, ne? Komm, mach mal einen auf. Spaß, komm. Und da ist es nicht drin. Inori-Kristall. Ja, schön. Was haben wir hier? Espresso. Geil. Leute, wir haben einen Espresso bekommen. Habe ich das Gefühl, dass das Ding jetzt gerade langsamer wird? Ich glaube schon, ne? Ziehen die auch über den... Und hier ist noch alle über Reaktor ein, ne? Vielleicht mache ich den Reaktor mal eben anders, weil wir ein bisschen Strom drauf haben. Der dürfte ja an sich eigentlich leer sein, ne? Allerdings nicht sehr lange dürfte der leer sein. Und das Ding läuft auf 50%. Machen wir mal auf 10% an. Selbst dann läuft er noch auf 217.000 RF, ne? Muss man sich mal gönnen, diese Zahlen. 217.000 RF. Was man da früher alles für Strom braucht. Okay, jetzt sind uns die komischen Cores ausgegangen. Aber das ist kein Problem, die kann man ja noch herstellen. Die sind ja nicht so teuer. Per se erstmal. Ich glaube, wir hatten noch 2 da drin. Ist gerade das Draconium ausgegangen? Ach du Scheiße. Aber es ist noch genug. Das ist doch schön. Packen wir dort 2 rein, dort 2 rein. Da 2 und da 2 und dann geht die Maschine auch wieder an. Geil. Wir müssen mal, glaube ich, unten noch ein paar mehr von diesen komischen Seed Preposern bauen.
Nicht das U, sondern das hier. Stopp. Seed Preposer habe ich keinen mehr da. Wie macht man den Seed Preposer? Seed Preposer. Ja, Gold, da fehlt einfach alles. Jo, was war das denn? Das war so ein komisches Zeug, ne? Ach nee, das ist doch so ein richtig Kackrezept, ey. Was ist da los? Kann man die Teile nicht irgendwie ein bisschen mehr schneller machen, weil irgendwie... Ich habe das Gefühl, da unten läuft, hier läuft nichts mehr, ne? Ihr seid ziemlich lahm, ne? So vom Gefühl her. Na egal, Draconium dürften wir ja noch einiges... Jo, jetzt hat diese Rüstung. Dürften wir, glaube ich, einiges da haben. Tatsächlich. Ja. Das ist korrekt. Dann machen wir davon nochmal ein bisschen Neues. Damit das dann da nicht schlecht wird, ne? So, wir wollten noch einen Chor, glaube ich, bauen hier draußen. Genau, so. Damit jeder einen hat, dann kann man auch vielleicht das erste Gerät bauen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wahrscheinlich klappt es wahrscheinlich wieder nicht von der Rezeptmenge her, weil wir dann nicht genug Draconium vor diesem Awakened-Zeug haben. Außer ich habe davon noch Draconium. Nein, habe ich natürlich nicht mehr. Gar nichts mehr tatsächlich. Das ist natürlich auch mal blöd. So, das Ding haben wir jetzt auch. Das, da kam raus. So, jetzt ist die Frage, wie viel Draconium ist jetzt noch übrig geblieben? 10, okay. Draconium. So, was kostet denn zum Beispiel ein Werkzeug? Das kostet 2. Ich habe 6. Das heißt, wir können alles machen bis auf ein Gerät. Das ist doch schon mal etwas. Genau, wir müssen das doch jetzt einfach nur aufteilen auf 5, ne? Das so, ne? So. Mhm. Mhm. Und dann kommt da einfach irgendwas rein, ne? Charging. Jo. Wow. Hilfe. Geil. Verschluckt. Beim Reden verschluckt. Nice. Ich wollte sagen, das ist hier einfach. Stellen wir uns mal das Schwert her. Aber haben wir eigentlich eine Liste, was wir alles herstellen müssen, ne? Pickaxe, Axe, Shovel, Hoe, Staff of Power. Ach so. Guck mal, wir müssen den Bogen müssen wir gar nicht herstellen. Das heißt, den Bogen können wir erstmal außer Acht lassen. An sich, aber na gut. Andererseits, wir müssen den komischen Staff of Power bauen. Und da braucht man die Schaufel und die Hacke und noch was dafür anderes für. Von daher, ja, brauchen wir eigentlich auch, aber egal. So, das Ding hat gar nichts. Das ist einfach ein krasses Schwert, oder wie? Ich glaube, die sind immer so groß, ne? Wenn man das so am Menschen sieht, oder? Das ist richtig klein. Das ist mein Schwert hier genauso groß. Ich würde gerne mal irgendwo ein Monster stehen, wenn ich mal draufhauen kann. Irgendwo ein Enderman zu sehen. Kein Enderman zu sehen. Schade. Schade, dass wir kein Enderman hier haben. Hätte gerne mal draufgehauen mit dem Schwert. Nur um zu sehen, was so passiert. Aber das können wir beim Drachen mal austesten dann. Demnächst. Wir machen einfach mal das Nächste. Ich meine, wir haben ja noch genug Strom da. Von daher, am Strom soll es ja nicht scheitern. Ich meine, der läuft ja hier unten brav noch in Masseform weiter. Wobei, wir könnten tatsächlich Shift, Alt und Steuerung drücken und dann hier den ganzen Reaktor mit 1% Leistung laufen lassen. Ich glaube, selbst das würde noch genug Strom produzieren, dass die Kiste hier dauerhaft voll bleibt. Das tut es auch, weil der einfach so krass viel produziert, dass das ist einfach egal, das juckt den einfach nicht. Ne? Na, wie groß ist die Axt? Ah ja, es geht eigentlich. Ich hab mir gedacht, die Dinger sind riesengroß, aber scheinbar ist dem nicht so. Attack Radius, Harvest Indicator on. DXP. Oh, da oben, Enderman. Komm her, komm mal her. Jo. Okay, das Schwert haut auch nicht rein. Hat den Enderman jetzt ziemlich schnell zerlegt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. So, Schaufel brauchen wir auch noch, auf jeden Fall. Und dann habt ihr die Diamond Hoe. Ich glaube, den Bogen, den brauchen wir jetzt nicht machen. Das ist, keine Ahnung, ist halt ein Bogen, ne? Ich glaube, mehr als ein normaler Bogen kann der auch nicht. Von daher. So, Schaufelchen ist fertig. Diamanthacke und Start.
Eigentlich lustig, dass man da den Schritt sich sparen kann, ne? Gut, der lädt auch irgendwie schneller auf, ne? So ein Gefühl. Wer weiß. So. Wie gesagt, Bogen lassen wir mal erst außer Acht. Plop. So, jetzt haben wir alle Draconic Tools fertig. Und ich würde sagen, das war das Ende der Folge. Beim nächsten Mal müssen wir den Drachen töten nochmal, um nochmal uns ein Herz zu besorgen. Und sonst würde ich sagen, ja, mehr gibt es hier gar nicht zu tun. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht heute Abend mal einen Stream. Ich versuch's mal. Und ja, bis dahin. Haut rein. Ciao.